Hallo und herzlich willkommen zu meinem letzten Videobeitrag hier aus Jordanien. Ich werde euch heute die aktuelle Situation im Umgang mit Müll aufzeigen und auch welche Strategie Jordanien im Abfallmanagement für die kommenden Jahre verfolgt, um die Müllsituation zu verbessern. Erstmal zur Situation, wie man sie hier vorfindet, wenn man nach Amman kommt. Es fällt gleich auf, dass die Abfallentsorgung in der Stadt nicht zuverlässig funktioniert. Die Straßen sind oft voller Müll, weil wenige bis gar keine Müllcontainer vorhanden sind. Und wenn Müllcontainer vorhanden sind, kann es gut und gerne mal vorkommen, dass diese überfüllt sind und so vorzufinden sind, wie sie hier auf dem eingeblendeten Bild zu sehen sind. Im Allgemeinen kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass der Umgang mit Müll in der Gesellschaft nicht groß thematisiert oder hinterfragt wird. Für mich als Deutscher ist es beispielsweise erschreckend, wie viele Plastiktüten in Supermärkten verwendet werden, um die Einkäufe der Kunden zu verpacken. Es werden zum Beispiel bereits verpackte Produkte erneut in eine Tüte gepackt und oft werden auch einzelne Produkte in einzelne extra Plastiktüten verpackt, statt alle Produkte in eine Tüte zu verpacken. Meiner Meinung nach fehlt es dort an dem Bewusstsein für den Müll. Wer meine vorherigen Beiträge verfolgt hat, wurde von mir bereits auf die schnell anwachsende Bevölkerung in Jordanien aufmerksam gemacht. Auch auf die Müllwirtschaft hat der schnelle Anwuchs große Auswirkungen. Um die negativen Auswirkungen der Abfallsituation einzudämmen, hat die jordanische Regierung im Jahr 2015 eine nationale Strategie für die Abfallwirtschaft in Jordanien verabschiedet. Ab 2024 will die Regierung auch verbesserte Sammlungs- und Recyclingsstrukturen einführen. Dafür möchte die Regierung ein landesweites System der erweiterten Herstellerverantwortung etablieren. Unternehmen müssen dann festgelegte EPR-Gebühren auf Grundlage der in den Verkehr gebrachten Mengen an Verpackungen zahlen. Die Müllsituation, wie sie hier gerade in den jordanischen Städten vorzufinden ist, ist nicht nur schlecht für die Umwelt, sondern auch schlecht für das Wohlbefinden in der Stadt. Deswegen ist es gut, dass die Regierung wichtige Schritte in Richtung Kreislaufwirtschaft einleitet. Meiner Meinung nach benötigt es aber auch ein erhöhtes Bewusstsein für den Müll und dessen Auswirkungen in der Bevölkerung. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.